Ich möchte heute, nachdem wir letztes Mal über das Vermitteln von IP-Paketen gesprochen haben, wir haben ja über Routing-Protokolle ein bisschen gesprochen, wobei wir da nicht so ins Detail gegangen sind, wir haben also keine Paketfelder oder sowas angeschaut. Wir haben uns mehr darum gekümmert, wie denn prinzipiell so eine Routing-Tabelle zustande kommt. Und da habe ich ja dann auch den Unterschied zwischen dem Bellman-Ford, also wir schauen unsere lokale Umgebung an und schicken dann unsere Routing-Tabelle an unsere Nachbarn und die schicken dann implizit, weil sie ja mit unserer Routing-Tabelle ihre eigene vergrößern, verbessern, die schicken also dann das Wissen wieder weiter und das verbreitet sich dann so im Internet. Der andere Ansatz war, dass wir herausfinden, wer in unserer Umgebung ist und dass wir diese kompakte Information, wer in unserer Umgebung ist, also Größenordnung 3, 4, 10, meinetwegen 20 andere Router, dass wir das ans ganze Internet schicken. Also das Internet mit diesen Kurztabellen unserer eigenen Umgebung fluten, sodass dann da jeder Router im Netzwerk unsere Informationen erhält, also im Internet, Entschuldigung, jeder Router im Internet, beziehungsweise in dieser Routing-Domain, unsere Informationen erhält, unsere lokale Information erhält und damit einen Graphen bauen kann und dann hinterher eine gute Routing-Tabelle ermitteln kann, kostenbasiert. Mit dem Dijkstra-Algorithmus. Vorher hatten wir auch noch, das ist dann schon die vorletzte Stunde gewesen, überhaupt über Routing gesprochen, also dieses Store and Forward. Ich hatte dann zwischendurch auch ganz kurz noch was über Cut-Through-Routing gesagt, dass man also im Interface schon versucht zu erkennen, wo es denn hin muss. Das geht eigentlich, eigentlich nur mit irgendwelchen gecachten Werten, weil wir eigentlich in der ganzen Routing-Tabelle ganz viele Einträge haben, Tausende, zigtausende, und das kann natürlich nicht jedes Interface schon wissen. Ich habe davor, als ich über Ethernet gesprochen habe, auch immer mal so bei den Hubs so nebulös gesagt, da kann man auch Switches haben. Und so ein Ethernet-Switch, wir haben ein bisschen über Vermittlungstechnik gesprochen, muss also auch den Paketanfang, den Rahmenanfang dann, den Anfang seines Rahmens betrachten und entscheiden, zu welchem Ausgang das denn weitergeschickt werden muss. Und ich habe hier mal so eine Zeichnung gemacht, hier hinten ein paar Devices am Ethernet-Switch und hier ist ein Ethernet-Switch mit Devices und hier auch. Und an diesem Ethernet-Switch ist auch eine IP-Vermittlung, ein Gateway. Und hier, und hier, und hier, jetzt habe ich mal an jeden so eine IP-Vermittlung hingemalt. Wir haben jetzt also dann hier das blaue Ethernet-Vermittlung. So eine Ethernet-Vermittlung, na, die kann entweder in den Hub-Modus schalten und sagen, ich bin blöd, ich gebe einfach alles nur an alle weiter. Das heißt, ich bin blöd, ich sage eher, ich bin verwirrt und gebe alles nur an alle weiter. Oder sie sieht hier an der Adresse, die in dem Paket drin steckt, also eine Destination Ethernet-Adresse, zu welchem von diesen Ausgängen sie das denn weiterschicken muss. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass da kommt also an dem Switch, ich nehme mal nochmal das Bild von einem Hub, um das ein bisschen zu erzählen. Wo hat man denn eins? Hier. Dass also hier an diesem Eingang die Adresse angeschaut wird, die Ethernet-Adresse, die da in dem Frame drin steht. Und wenn der dann hier herausfindet, das muss an den, dann kann er das direkt schicken und wir müssen das nicht hier über so einen Bus schicken. Oder auch hierhin natürlich. Oder an dieses Interface. Also man kann auch in so einem Ethernet Stern-Device, einen Switch,
wenn man hier sitzt, sich überlegen, wo soll denn der Frame hin. Allerdings, man könnte sich auch überlegen, wir können da keine so großen Tabellen haben. Die Adresse kommt hier auf der Leitung an und wir können ja auch nicht so einen richtig langen Puffer da bauen. Wir wollen ja eben keinen Store and Forward machen, sondern wir wollen es gleich weiterschicken können. Wir müssen also so eine assoziative Entscheidung machen, so ein XOR oder sowas, auf die paar gespeicherten Adressen, die wir haben, Ethernet-Adressen, die wir kennen, wo wir also eine Zuordnung Ethernet-Adresse an Ausgang haben. Und das muss passieren, während die nächsten Bytes nach der Adresse ankommen, aber nicht die nächsten Bytes im Sinne von 1500, sondern im Sinne von ein paar, 5, 10, 20 Stück. Mehr wollen wir ja durchaus auch nicht zwischenspeichern. Also, wir können hier kleine Tabellen haben mit, sagen wir mal, größenordnungsmäßig vielleicht 10 Einträgen oder 5. Das ist so ein Assoziativspeicher, wie man ihn auch bei Caches kennt. Also das kann man ähnlich aufbauen und das dann als die Adresse, die man in so einen Cache reinsteckt, in die Cache-Logik reinsteckt, interpretieren. Und naja, das Speicherwort, was dann da an dieser Adresse in Anführungszeichen steht, das ist einfach nur die Nummer vom Ausgang hier. Also so könnte man das implementieren, so ein Ethernet-Switch. Und jetzt gehen wir wieder an diese Stelle hier zurück. So ein Ethernet-Switch kann also sich ein paar Adressen merken, zum Beispiel, wenn hier die Adresse von dem kommt, dann reicht das hier direkt durch. Im Unterschied zu so einem Router hier, kennt der nur ein paar Adressen. Wir können uns ja vorstellen, das ist limitiert durch, mehr braucht er nun wirklich nicht, die Anzahl Ports, die an so einem Switch sind, mehr Ethernet-Adressen wird er wohl nicht brauchen. Sobald man irgendwelchen Broadcast macht oder so, oder Multicast macht, dann gehen die auch gerne gleich mal in den Hub-Modus, die Switches. Also, der kennt, sagen wir mal, die Adresse von dem hier und von den fünfen hier, die Ethernet-Adresse der Switch. Und hier noch von dem nächsten Switch, die Ethernet-Adresse. Okay. Wenn wir jetzt also ein Paket von hier nach hier hinten schicken wollen, dann wird es im Normalfall, im klassischen IP-Fall, also von diesem Switch hier, das IP-Paket wird in den Ethernet-Frame eingepackt, der hier switcht das zu der IP-Vermittlung. Die IP-Vermittlung, also der Internet-Router, der packt das den Ethernet-Frame aus und dann hat er seinen IP-Paket übrig, dann schaut er in seine Routing-Tabelle rein und schickt es hierhin weiter. Zum Beispiel dahin. Und der kann es dann hier unten hinschicken. Oder er muss es weiterschicken hierhin. Der macht wieder das, was wir also verpacken, hier hinschicken, auspacken, anschauen, verpacken, hier hinschicken, auspacken, anschauen, verpacken, hier hinschicken. Und Sie sehen, wir haben hier diese vier Hops. Und dazwischen steckt auch noch jede Menge Aus- und Einpacken. Und die Idee vom Layer 3 Switching, die ist, können wir nicht den Ethernet Switches hier irgendwie beibringen, dass dieser Frame hier mit der Adresse da, die vorne dran steht, dass wir das nicht hier hinschicken, sondern vielleicht gleich hier hinschicken. Oder am besten gleich hier hinten hinschicken. Die Idee ist ja auch, dass Ethernet-Adressen weltweit eindeutig sind. Oder die Annahme ist das. Die Idee ist, dass wir dem hier irgendwie sagen, nimm eine Ethernet-Adresse, die hier hinten hingehört, und dass wir diese Switches hier auch dazu kriegen, so eine Ethernet-Adresse dann hierhin weiterzuschicken. Da müssen wir eigentlich was an den
an den IP-Vermittlungen machen und an den Switches. Dieses Endgerät kriegt mit ARP oder sowas niemals die Adresse von dem hier hinten raus. Der Broadcast geht auch gar nicht dahin. Bei dem, was ich eben erzählt habe, habe auch gesehen, dass Routing, Internetpakete, Routen, das haben wir schon vorher gesehen, das habe ich jetzt nochmal irgendwie versucht zu iterieren, dass es eine relativ teure Veranstaltung ist. Relativ teure Veranstaltung in dem Sinne, weil wir die IP-Frames einpacken, auspacken, wieder einpacken, auspacken, wieder einpacken, auspacken, wieder einpacken und so weiter. Und das Zweite, weil die hier immer in ihren Routing-Tabellen nachschauen müssen. Und dass das hier durchgeht, ja, das haben wir auch noch. Außerdem werden die Frames natürlich auch noch viel häufiger übertragen. Ne? Ein Frame hierhin, hierhin, dann hierhin, hierhin. Ja, wenn wir es einfach direkt hier durchschicken würden, hätten wir viel weniger zu übertragen. Es wäre also schon irgendwie schön, wenn wir das direkt schaffen würden. Jetzt ist aber dieser, in dem ersten Frame steht als Zieladresse das hier drin. Wenn wir es fertig bringen würden, dass wenn wir das, ja, wir können eigentlich mehrere Techniken versuchen. Wir könnten zum Beispiel versuchen, diesen Ethernet-Switches beizubringen, auch mal die IP-Adresse anzuschauen. Das ist natürlich schon irgendwie eine Abkehr von der reinen Lehre der Schichten, von der unreinen Lehre der Schichten. Das riecht irgendwie von vorne bis hinten nach einem Hack. Wenn wir denen sagen, guck doch mal die IP-Adresse an, und wenn er dann eine bestimmte IP-Adresse sieht, so ein bestimmtes Muster erkennt, da schickt sie einfach weiter hier hin. Und der muss natürlich das auch irgendwie fertig bringen. Also das ist vielleicht nicht die beste Technik. Eine bessere Technik habe ich mal versucht hier aufzuschreiben. Was wir machen könnten ist, wir könnten dieses Paket, also das IP-Paket und die wollen wir ja switchen, das IP-Paket, das hier reinkommt, in einem Ethernet-Frame drin, das gehen wir beim ersten Mal hier rein. Route first, then switch. Der hier, der weiß, er muss es an den hier schicken. Und der hier, der kann die Ethernet-Adresse von dem hier kennen. Ja. Muss er sowieso, denn es muss ja hier irgendwie rübergehen. Also kann der das beim ersten Mal so weiterschicken, konventionell in Anführungszeichen. Und was er auch, kriegt ja beim Ankommen des Frames auch die Ethernet-Adresse, die zu diesem IP-Paket dazugehört, kann der also diesem Switch sagen, hier, ja, die Router finden die Ethernet-Adresse des Ziels, also beim ersten Vorgang mal von dem hier, findet also das hier raus und sagt diesem Switch, wenn diese Ethernet-Adresse an mich da ankommt, von dem da und mit dieser IP-Nummer, dann schickt das bitte doch direkt an eine andere Ethernet-Nummer, nämlich an diese Ethernet-Nummer hin. Wir haben jetzt also dann so eine Kombination. Ethernet-Nummer ist ja die vom Switch. Und dann die IP-Adress-Kombination, die beiden zusammen, wenn das kommt, dann trag doch bitte gleich eine andere Ethernet-Adresse ein, nämlich die da. Weil der das auch macht mit dem, und der das auch macht mit dem, und der das auch macht mit dem, kann der hier dann auch die richtige Ethernet-Adresse direkt eintragen. Das meine ich hier mit Ethernet-Switches konfigurieren. Also im ersten Ethernet-Switch wollen wir die Zieladresse von dem Gateway hier
konfigurieren, dann macht der das, dann macht der das. Und wenn die dann hier so durchmarschieren, dann können wir, ohne dass die Endgeräte da beteiligt sind, überall die Ethernet-Adresse ändern und das hier so durchlaufen lassen. Es gibt aber, na, das ist immer noch nicht so schön, weil die dann ja hier auch noch IP-Adressen angucken müssen. Was wir eigentlich wollen ist, dass der hier irgendwie die Ethernet-Adresse von dem hier erfährt. Dazu habe ich jetzt hier noch diese zweite Zeichnung, die hier, die stammt von 3Com. Die habe ich schon vor ein paar Jahren mir da besorgt. Diese Zeichnung, die habe ich nicht selbst gemacht. Ich sollte vielleicht doch irgendwann nochmal eine schöne Zeichnung selber machen, in der nicht so viele schmucke Details drin sind, wie diese Ports hier, sondern mehr logische Konzepte drin stehen. Das ist vielleicht an dieser Zeichnung nicht so toll. Aber erklären kann ich es natürlich auch hier dran. Dieses Fast-IP von 3Com, bei dem direkt geswitcht wird, irgendwann mal, nach einer Weile. Zunächst schicken wir unser Paket ganz normal hier an den. Der switcht es durch an den Router. Der Router wird es dann an den hier, über hier, an den hier weitervermitteln. Dieser Router kann aber auch gefragt werden, an welche Ethernet-Adresse müssen wir das Paket denn schicken. Und da gibt es so ein Protokoll, Next Hop Routing Protocol. Da kann der hier den Router mal fragen, wenn ich jetzt ein Paket an diese IP-Nummer habe, an welche Ethernet-Adresse sollte ich es denn vernünftigerweise schicken? Und dann kann der Router das hier weiterschicken über die Vermittlung an den hier. Der Request wird also geroutet. Die Response wird dann schon nicht mehr geroutet. Denn in dem Request steht meine Ethernet-Adresse und die gewünschte IP-Nummer drin. Falls es also hier so ein durchgängiges Netzwerk gibt, Ethernet gibt, der routet weiter an den, über den an den hier, dann antwortet der hier, ja, der hat ja diese IP-Nummer, das Paket kommt hier an, der weiß auch seine eigene Ethernet-Nummer, also kann er direkt die Ethernet-Nummer von dem hier das durchschicken. Übers Ethernet, also den Next Hop Routing Protocol Response über diese beiden Switches oder vielleicht noch mehr Switches weiterschicken. Die Endgeräte haben jetzt die Ethernet-Zieladresse. Das NHRP kann man also begreifen wie ein globales ARP oder zumindest für dieses Fast-IP-Netzwerk globales ARP. Da braucht man nicht die Switches zu konfigurieren, die sind ganz normal. Die brauchen auch nicht unten drunter irgendwas sonst zu wechseln, sondern die Endgeräte machen das allein. Nur der Router, der muss eben diese Next Protocol Requests hier richtig weiterschicken können. Und wenn wir ein komplizierteres Netzwerk haben mit mehreren solchen Routern und mehreren Switches dazwischen, dann können wir uns das auch noch ganz gut vorstellen, wie das dann da durchmarschiert, dieser Request an die richtige Stelle geroutet wird und dann kommt der Response direkt durch dieses große Ethernet hindurch. Natürlich müssen diese Switches die Ethernet Frames immer noch richtig hier durchschicken und ja, die beteiligen sich dann schon an diesem Next Hop Routing Protokoll, indem sie sich die Next Hop Routing Protokoll Pakete nehmen,
die da hin und her fließen, also erstmal hin fließen, so damit sie dann am Ende das hier richtig durchswitchen können, damit sie also mit der Ethernet-Adresse von dem hier was anfangen kann. Ich habe jetzt nach diesem kurzen Einschub über Layer 3 Switching, was eigentlich heute so gefühlsmäßig schon gar nicht mehr so interessant ist, weil wir unsere IP-Router oder weil die Informatiker die IP-Router schnell genug gekriegt haben oder super schnell gekriegt haben, vielleicht nicht mehr ganz so dringlich ist, wie es das noch vor ein paar Jahren war. Nachdem ich also dieses Stichwort auch noch geklärt habe, möchte ich ein wenig über Dienstegüte im Internet sprechen. Wenn Sie sich den Router, den wir hier hatten, anschauen, den hier, für den sind alle Pakete gleich. Gleich im Sinne von, da kann sich keiner, da kann keiner eine bessere Behandlung erwarten. Das ist wie auch wieder an der Supermarktkasse, ne? Selbst wenn Sie es wahnsinnig eilig haben und dringend nach Hause müssen, mit der einen Dose Cola, die Sie gekauft haben, oder sonst was, oder dem Pfund Butter, wenn 10 Leute vor Ihnen stehen, dann müssen Sie eben da stehen mit dem Pfund Butter in der Hand. In manchen Supermärkten gibt es eigentlich so etwas wie eine Expresskasse. Ne? Wenn man also weniger als 5 oder 10 Artikel hat oder auch nicht so einen ganzen Wagen voll Zeug hat, dann kann man sich an diese Expresskasse hinstellen und hoffen, dass es ein bisschen flinker geht. Wenn die Leute eigentlich dann mit ihrer Kartenzahlung anfangen, dann ist es auch wieder zu Ende. Also, hier geht das eigentlich gar nicht, dass man schneller vorankommt. Denn der guckt immer nur stur den Ersten an. Es wäre ja auch irgendwie blöd, wenn der hier sagen könnte, oh, ich habe es eilig, ich will nach vorne. Dann müssten die anderen das ja auch sagen können, dann hätte man gleich das Gerechtigkeitsproblem und so weiter. Wie wir jetzt das ein bisschen, doch irgendwie in Gang kriegen können, dienstegütebasiertes Routing in so einer IP-Vermittlung, das möchte ich jetzt hier in diesem Kapitel Dienstegüte im Internet besprechen. Und Sie sehen hier an der Zeichnung schon, an der allerersten, die ich hier habe, wir brauchen wohl mehrere Warteschlangen. Das ist so wie die Expresskasse im Supermarkt. Wir brauchen da im Supermarkt, bei der Expresskasse gibt es immerhin eine weitere Warteschlange. Der erste Ansatz, den wir uns anschauen wollen, das ist das DiffServe. In der Internetgemeinde, sagen wir, in der technischen Internetgemeinde, IETF und die Aura drumherum, die Informatiker, die sich um Routing und solche Sachen kümmern, um Rechnernetze kümmern, die nennen das DiffServe, Differentiated Services. Da steht es nochmal ausbuchstabiert. Und in so einem Router kommen also zunächst mal die Pakete alle in einer Warteschlange an. Und dann gibt es vor dieser Adressbewertungsfunktion noch einen sogenannten Packet Classifier. Der Packet Classifier, der schaut in ein Paketfeld rein, das ich schon erwähnt habe. Und damals habe ich gesagt, ach ja, so Prioritätenzeug. Damals, vor ein paar Stunden. Das war mal als Prioritätenfeld gedacht, ganz vorne im IP-Header. Das heißt jetzt Type-of-Service-Feld. Für das DiffServe ist das relevant. Da gibt es, ich glaube im Augenblick werden benutzt, so 4 Typen. Eine ist ganz normal und nicht besonders. Ein Typ ist niedrige Fehlerrate, dann einer ist Low Delay und einer ist, glaube ich, High Throughput oder sowas. Und dieser Packet Classifier, der schaut also dieses Feld an und steckt die Pakete dann in unterschiedliche Warteschlangen rein.
bis jetzt ist noch gar nicht so viel gewonnen. Natürlich, wenn wir so ein Paket hier rausnehmen und zum Beispiel in die Low-Delay-Warteschlange reinstecken, kann die nach wie vor überlaufen. Auch die hier niedrige Fehlerrate-Warteschlange kann überlaufen. Wir müssen jetzt noch jemanden haben, der hier auf die Warteschlange aufpasst. Bei der Warteschlange mit der geringen Fehlerrate oder geringeren Fehlerrate, wir wollen weniger Fehler machen, weniger Fehlerwahrscheinlichkeit, da muss dieser Scheduler darauf aufpassen, dass die nicht zu voll wird, dass da immer noch Plätzchen frei ist. Wenn er nämlich dafür sorgt, dass hier immer schön Platz frei ist oder genügend Plätze frei sind, dann die Pakete, die hier rauskommen, finden dann immer hier noch einen Platz. Und wenn die anfängt voll zu laufen, dann muss der Scheduler der Adressbewertung sagen, kümmere dich jetzt bitte mal hier um die. Arbeit die jetzt erstmal ab. In dieser Warteschlange Low Delay muss er sich darum kümmern, dass die Pakete nicht so ewig lang drin rumliegen. Der braucht also so eine Art Buchhaltung, das ist da reingekommen und welches ist das älteste, in Anführungszeichen, Paket, was da noch rumliegt? Wie lange ist es hier schon drin? Und wenn das über irgendeine Zeitspanne drüber ist, dann muss er der Adressbewertung sagen, jetzt kümmere dich mal um diese Low-Delay-Warteschlange. Die niedrige Fehlerwarteschlange, da ist jetzt noch genug Platz, dann kümmern wir uns mal darum. Und außerdem muss er gucken, dass der hier auch noch oft genug drankommt, denn da geht es ja um welche, also hohen Durchsatz, die kommen hier oben rein, die muss vielleicht einfach häufiger geleert werden, weil ja da die vielen Pakete in Anführungszeichen hinkommen. Und dann gibt es noch den ganzen Rest der Pakete hier unten und die muss auch manchmal drankommen. Also der Scheduler, der sagt der Adressbewertung, kümmere dich mal um die Schlange, um die Schlange, um die Schlange oder um die Schlange. Und jetzt können Sie als Provider natürlich irgendwie dafür sorgen, dass die Dienste, die Sie anbieten, gut erledigt werden, die Sie zum Beispiel gegen Geld anbieten. Was einem da einfällt, als erstes Mal ist sowas wie IP-Telefonie. Wenn so ein IP-Frame in dem Router, in dem jetzt dieses mittlere hier gar nicht gibt, in dem klassischen Router, liegen die Voice-over-IP-Pakete auch hier rum und hinter all den anderen, hinter der Übertragung von der Linux-Distribution oder sonst was. Müssen anstehen. In DivServe, da werden die aussortiert und kommen hier rein und können also auch schneller weiter befördert werden. Die von der Linux-Distribution liegen dann hier oder hier. Und der hier hat Vorrang, wird dafür gesorgt, dass die schneller expediert werden. Also um niedrige Umlaufverzögerung bei der IP-Telefonie zu erreichen, würden wir dieser Warteschlange hier eine relativ hohe Priorität zuordnen. Wenn der Provider jetzt der Meinung ist, das ist eine gute Sache, wenn die IP-Telefonie in seinem Netzwerk gut funktioniert, weil er damit werben will oder sogar verkauft, als aufpreispflichtig verkauft. Es ist übrigens das Problem, wie kommt dieses TOS, wie kommt der Typ Low Delay in das TOS-Feld rein? Und das muss das Endgerät machen. Das können wir natürlich als Endgerät, auch wenn wir nicht Voice over IP machen, sagen, aha, wir schnell, einfach schnell surfen. Wir stecken in das TOS-Feld, auch wenn es keine Telefonie ist und wenn es kein zeitkritischer Dienst ist, wir stecken da trotzdem Low Delay rein. Und zunächst mal hindert Sie da auch keiner dran. Ich meine, in Ihrem Arbeitsplatzrecht können Sie machen, was Sie wollen. Da muss man eben so sich ein bisschen auskennen im IP-Stapel und dann kann man das schon hinkriegen. Dafür gibt es natürlich auch die richtigen Programmierinterfaces. Sobald Sie programmieren können, können Sie das machen. Und dann kommen wir jetzt allmählich generell zu der Frage, Prioritäten hat es schon immer gegeben. Und
Welche Applikation, welches Programm, welcher Dienst meinten schon, er wäre nicht so wichtig. Also wird sich jeder denken, hier unten bei all den Deppen, da stelle ich mich nicht an. Ich brauche entweder ganz wenig Fehler oder niedriges Delay oder ich habe es überhaupt eilig, hoher Durchsatz. Wir brauchen also schon hier irgendwie eine Art Policing oder sinnvollerweise braucht man da so eine Art Zugangskontrolle, dass das TOS-Feld nur von Leuten gesetzt werden kann, für die es auch sinnvoll ist. Wenn sie die Endgeräte kontrollieren, dann können sie dafür sorgen, dass eben die Voice-Nodes, Voice-over-IP und andere Sachen das Low-Delay setzen und das Videostrom vielleicht hier den High-Throughput setzt und das Websurfen hier die niedrige Fehlerrate setzt. Manches vielleicht auch E-Mail oder so ähnlich, ganz normalen Traffic macht. Hier unten eben der ganze Rest. Sonst muss man vielleicht irgendein Tarifierungssystem einsetzen, dass man für bessere Prioritäten hier, also ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, eben einfach Geld verlangt oder sagt, du hast im Monat nur so und so viel Gigabyte von dieser Sorte Paket zur Verfügung. Also wenn man keine Kontrolle macht, dann wird es vielleicht schwierig. Was Sie heute, wenn Sie Voice-over-IP bei Providern machen, also bei irgendwelchen Internet-Providern zusätzlich noch Voice-over-IP bezahlen, das sieht ja dann in der Regel so aus, dass man einen Telefonanschluss kriegt, einen DSL-Anschluss kriegt und da aus dem Zugangskästchen Router, Network Termination und alles zusammen, DSL-Modem, kommt dann auch ein Telefonsteckerchen oder sowas raus. Dann wird dafür gesorgt, dass der Router nur das, was aus dieser Telefondose kommt, in Voice-over-IP-Pakete mit Low-Delay-TOS-Feld verpacken kann und der Rest wird das TOS-Feld einfach auf 0 gesetzt, 0 wie der ganze Rest. Und so kann man das hinkriegen, kann ein Provider das hinkriegen, dass Voice-over-IP-Pakete priorisiert werden und der Rest eben nicht. Wenn Sie dann darüber skypen oder sonst was, dann funktioniert das, dieses Voice-over-IP-Dienst über Skype dann entsprechend schlechter als der vom Provider angeboten wird. Der Provider muss natürlich eigentlich auch dafür sorgen, dass dann hier das Voice-over-IP richtig in ein anderes Netzwerk weitergeschoben wird, beziehungsweise im Rest des Netzwerkes auch priorisiert weitergeschoben wird, damit der Dienst gut wird. Also da kann man schon was machen. Aber, wie ich das Ihnen eben schon gesagt habe, ne, wenn Sie so einen Router haben, von einem Provider, der das TOS-Feld grundsätzlich auf 0 setzt, außer für den Voice-over-IP-Dienst von dem Provider selber, da steht dann bessere Qualität drin. Wenn Sie sowas haben, dann haben Sie am Ende wieder Policing, jemand, der darauf aufpasst. Und solche hässlichen Sachen, man muss mal irgendwie erkennen, vielleicht noch die Packet Inspection oder sowas, also mal reinschauen, was ist das eigentlich für ein Paket? Oh, das ist mein eigenes Voice-over-IP, dann kriegt das, dann darf das TOS-Feld behalten und sonst null. Das ist dieses DiffServe, Differentiated Services, ist ein Ansatz, sowas Ähnliches wie Dienstegüte zu machen. Als wir über Dienstegüte gesprochen haben, haben wir über Garantien gesprochen, über die Semantik der Zusicherung. Was Sie hier hinkriegen mit diesem Differentiated Services, das ist ein Best Effort on Steroids. Ein bisschen schöneres Best Effort.
Aber es hat noch nichts mit statistischer Dienstegüte oder garantierter Dienstegüte zu tun, was wir hiermit machen können. Wenn wir über richtige Dienstegüte sprechen, richtige im Sinne von eine starke Semantik, dann sprechen wir zum Beispiel über die Internet Integrated Services Architecture, INTSERV genannt, im Gegensatz zu DIFSERV, also Integrated Services Architecture. Jetzt müssen wir aber in dem Netzwerk dafür sorgen, dass alle Router hier entlang des Pfades Bescheid wissen über diesen Datenstrom und reservieren können. Reservieren heißt Rechenleistung des Routers für einen Datenstrom bereithalten. Rechenleistung des Routers im Sinne von, die Adressbewertung hat immer genügend Zeit für unser Paket. Und in den Warteschlangen, wenn man es mit der Warteschlange aufbaut, das wird noch ein bisschen anders, aber in den Warteschlangen ist auch immer genügend Platz. Beziehungsweise wir müssen es vielleicht nicht immer hinten anstellen. Alle Geräte, die da an dem Datenfluss beteiligt sind, an dem Fluss von IP-Paketen, die beteiligt sind, müssen die Dienstegüte unterstützen. Dazu braucht man natürlich irgendwas, um dem hier zu sagen, da gibt es jetzt so einen Datenfluss. Reservier mal dafür. Und später wieder sagen, den Datenfluss gibt es jetzt nicht mehr. Reservierung kann aufgehoben werden. Das ist anders als hier. Hier gibt es keine Reservierung. Best effort eben. Nur ein bisschen besser gemacht. Hier brauchen wir eine echte Reservierung in den Geräten. Das, was ich eben gesagt habe, gilt immer noch. Eben zum Thema, wer kann denn eigentlich das TOS-Feld da beschreiben? Wenn jeder reservieren könnte, einfach so, dann hätten wir natürlich eine massive Überreservierung. Alle würden sagen, ich will fehlerfrei diesen dollen Durchsatz ohne jegliche Verzögerung haben. Weil ja alle sich für wichtig halten. Und ja irgendwie auch alle wichtig sind. Also müssen wir auch wieder irgendwie eine Zulassung zur Reserviererei haben. Eine Zulassung, ein Policing. Und wir brauchen eine Funktion, die Dienstegüte insofern überwacht, als dieser Threshold betrachtet wird. Sind wir jetzt drunter? Sind wir noch drüber über der Threshold? Die nachkontrolliert, ob die zugesicherte Dienstegüte wirklich eingehalten wird. Das haben wir ja im Kapitel Dienstegüte kurz besprochen. Wenn wir das im Internet machen wollen, dann brauchen wir, ich nenne das mal Verbindungsparadigma, weil alle hier am Weg über den Datenstrom Bescheid wissen müssen, muss erstens der Weg eindeutig sein, denn zunächst mal ist im Internet ja nicht beim IP-Routing nicht garantiert, dass ein Paket von hier nach hier immer diesen Pfad nimmt, es könnte ja auch mal den hier nehmen. Es könnte. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir wirklich sowas wie einen Pfad machen. Einen eindeutigen Pfad erzeugen. Wir müssen außerdem, jedes Paket oder jede Adresse muss dem hier bekannt sein, jeder Datenfluss dem. Wir landen bei dem Verbindungsparadigma. Man kann vielleicht argumentieren, bei einer richtigen Verbindung gibt es doch vielleicht noch ein Krümmelchen mehr. Wenn man Verbindung so wie wir definiert, nämlich den Kontext der Datenübertragung,
dann ist das hier eine volle Verbindung, weil wir nämlich hier einen Kontext haben und hier und hier und hier und hier haben wir überall einen Kontext der Datenübertragung. Also wir müssen entlang dieses Pfades reservieren, der Pfad muss eindeutig sein, wir müssen kontrollieren, ob jemand reservieren darf oder ob der diesen Dienst reservieren, InServe, abonniert hat oder nicht. Der Router, die müssen wir jetzt auch natürlich entsprechend umbauen, damit wir überhaupt irgendwas reservieren können. Wir müssen uns jetzt überlegen, was wird da eigentlich reserviert? Ich habe eben gesagt, wir brauchen Platz in den Warteschlangen, der muss reserviert werden und wir müssen Rechenleistung der Adressbewertung reservieren, in Anführungszeichen. Bei dem Router, den wir bisher hatten, die sahen so aus, eine dicke Eingangswarteschlange, jeweils vor jedem Interface eine Ausgangswarteschlange. Das Bild kennen wir jetzt schon gut. Was wir jetzt machen müssen beim Internet Integrated Services Architecture ist, wir müssen nicht mehr Pakete nur routen, wir müssen sie auch schedulen. Die kommen hier an, die liegen jetzt wieder in einer einzigen Warteschlange rum, aber wir haben hier so einen Packet Classifier. Der Packet Classifier, der schaut in jedes von diesen Paketen rein, das da, das da, das da, das da. Das ist jetzt eigentlich gar keine richtige Warteschlange mehr, das ist mehr so eine Art Tabelle, wo die drin stehen. Der schaut sich jeden einzelnen Eintrag an, jedes Paket, und entscheidet, gehört das zu einem der Datenflüsse, die ich kenne? Zu einem der Datenflüsse, für die reserviert worden ist. Wenn ja, dann geben wir das mal dem Paket, dem Packet Scheduler. Ich könnte also hier dieses Rot noch ein bisschen qualifizieren. Ich könnte manche Einträge, sagen wir mal, dunkelgrün machen, das ist der General Service, irgendwann mal routen, wenn es dann gerade reinpasst. Und der, das ist ein Paket, für das reserviert worden ist. Und da muss der Packet Scheduler die Pakete, für die reserviert worden ist, zum Beispiel das zweite und das hier und das letzte hier, die muss er kennen, der muss die Parameter von diesen Paketen kennen, also wann sie angekommen sind und so weiter. Und dann muss er der Adressbewertung sagen, kümmere dich jetzt mal nicht um den, der ganz vorne steht, sondern vielleicht hier um diesen zweiten und um den letzten hier hinten. Der, das ist einer mit Low Delay, dem haben wir zugesichert, dass wir ihn innerhalb von 2 Millisekunden weiter routen. Kümmere dich bitte jetzt sofort um den. Und dann muss die Adressbewertung eben nicht den vordersten machen, sondern mal dann hinten den. Und dann überlegt sie sich, auf welche der Interface das raus muss. Und vor jedem Interface gibt es jetzt mehrere Warteschlangen. Da gibt es jetzt zum Beispiel eine Low-Delay-Warteschlange. Und die Adressbewertung wird also dieses Paket, was hier mit Low-Delay angekommen ist, nicht nur gleich aus der Warteschlange rausfischen und weiter bearbeiten, nachdem der Scheduler das gesagt hat, sondern auch noch hier in die Low-Delay-Warteschlange hineinstecken. Oder in die Warteschlange, bei der noch garantiert Platz ist, wenn wir einen Low-Error Dienstegüte zusichern. Also wenn wir einen zuverlässigeren Dienst zusichern, dann müssen wir, das ist vielleicht hier für dieses Paket, für dieses hier geschehen, dann muss das hier in eine Warteschlange reinkommen, in der ganz bestimmt was frei ist. Dieses ganz bestimmt was frei ist, das müssen wir natürlich irgendwie garantieren. Der Router muss sich überlegen, wie viel Warteschlange muss ich ganz bestimmt was frei Warteschlange, Low Error Warteschlange, muss ich vor dem Interface haben, wie viel muss ich vor dem Interface haben, wie viel muss ich vor dem Interface haben. Und natürlich vor dem vierten. Und das muss dieser Admission-Teil machen. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte eine Verbindung haben, die Low Delay hat oder Low Error hat, machen wir mal Low Error. Wenn jemand also kommt und sagt, ich möchte so einen Datenfluss haben, für den reserviert werden soll, mit Low Error, dann muss die Verwaltung hier drin schauen, ob es denn hier und hier zum Beispiel, wenn das Paket dann hier weiter raus soll,
dahin weitergeroutet werden muss, ob wir hier noch Kapazität, Platz reservieren können in dieser Warteschlange. Oder bei Low Delay, ob nicht hier schon zu viele sind, die auf dem Interface raus wollen und gerne Low Delay hätten. Das ist diese Admission-Geschichte. Also da wird eigentlich reserviert. Reserviert wird also Platz in diesen Warteschlangen, in diesen Ausgangswarteschlangen, und natürlich auch hier der Packet Scheduler muss sich überlegen, ob er noch genügend Adressbewertungsrechenzeit übrig hat, so einen Datenstrom sicher weiter routen zu können. Der ganze Rest, der auch hier wieder drumherum liegt, der muss natürlich auch irgendwann verarbeitet werden. Und bei der Zulasserei wird man schon darauf achten, dass, sagen wir mal, die Hälfte der Ressourcenrechenzeit und natürlich auch jeweils hier eine Warteschlange für diesen allgemeinen Verkehr bereitsteht. Die Leistung muss man ja auch noch erbringen, selbst wenn man für ein paar Datenflüsse reserviert. Man muss übrigens auch dafür sorgen, dass hier immer ein bisschen was frei ist. Entsprechend der reservierten Datenströme, die man hat. Zumindest bei der Low-Error-Klasse. Jetzt müssen wir uns, ja, jetzt habe ich hier über das Scheduling schon fleißig gesprochen, über diese Paketklassifizierung habe ich noch nichts gesagt. Wir benutzen noch nicht das Type of Service Field, sondern wir brauchen was Feineres. Wir müssen ja zuverlässig Datenflüsse identifizieren oder auch Verbindungen erkennen. Es gibt aber hier im IP Version 4 Header und auch im IP Version 6 Header kein Feld mit einer Verbindungs-ID oder sowas. Da müssen wir jetzt also ein bisschen kreativ sein, oder man muss kreativ sein. Man muss irgendwie so ein Paket, ich habe es hier mal hingemalt, eigentlich ist es ja alles nur graue Bytes. Man muss dem irgendwie ansehen, dass die jetzt zu einem speziellen Datenfluss dazugehören. Oder auch der hier muss den Routern am Weg sagen, wenn da ein Paket kommt, das sieht so aus, grün mit blauer Schrift drauf, grün mit blauer Adresse, dann gehört das zu meinem Datenfluss. Wie stellen wir das sicher, dass nicht irgendwelche anderen auch grün mit blauer Adresse sind? Naja, also die Zieladresse gehört irgendwie dazu, zu diesem Identifier, und die Quelladresse gehört also irgendwie dazu. Das ist doch schon mal relativ gut. Wenn wir den hier am Weg sagen, also ich möchte jetzt reservieren für das Bitmuster und das Bitmuster, dann sind schon mal, ist schon mal sozusagen, ja, die Verbindung eindeutig zwischen zwei, alle Pakete eindeutig identifiziert, die zwischen zwei Endgeräten laufen. Jetzt wollen wir aber vielleicht nicht für all den Verkehr zwischen diesen beiden hier reservieren, sondern nur für einen Teil davon. Wenn der andere mir auch noch ein dickes Pfeil schickt, was nicht zeitkritisch ist, dann brauchen wir dafür nicht zu reservieren. Wir wollen ja nur für was Spezielles reservieren, sagen wir mal für einen Audiostrom zwischen beiden oder einen Messdatenstrom. Wir könnten also hier vorne noch ein paar Byte von dem Datenfeld hinzunehmen. Und jetzt, das habe ich noch nicht erzählt, kommt einem da was zugute, nämlich dass bei UDP und das bei TCP vorne dran an den Daten die Sockets stehen. Also diese Unteradressen, über Sockets habe ich ja schon gesprochen. Wer erinnert sich? Sockets? Zwei von 15. Oder 15? Nö, 11. 11. Naja, nicht so eine tolle Rate. Also jedenfalls steht am Anfang von solchen Paketen UDP, TCP und ein paar andere vorne dran auch noch so eine Socket-Kombination 32-Bit.
Und die könnten wir zum Beispiel benutzen. Source Socket und Destination, also Port. Source Port und Destination Port. Entschuldigung, Port. Hier in diesem Feld, damit kann man noch ein bisschen identifizieren. Man kann auch irgendwas anderes hier drin nehmen. Also, wie können wir Pakete klassifizieren? Wir definieren etwas, das nennen wir Flow. Weil man, weil die Internetstandardisierer, viele von den Ingenieuren, die da bei der IETF herumlaufen und auch auf den IETF-Meetings herumlaufen, nennen wir es lieber so, weil die was gegen Verbindungen haben und sagen, im Internet gibt es keine Verbindungen und dann Beweis durch Aufstampfen. Ne? Deshalb haben wir dann anderen Namen gebraucht für die Verbindungen. Den habe ich eben schon mal benutzt, Datenfluss. Ne? Wir definieren das also jetzt als den Flow. Und wenn ich das hier am falschen Ort sagen würde, ist eigentlich sowas wie eine Verbindung, wird es natürlich einen Shitstorm geben. Das riskiere ich jetzt mal und sage, das ist sowas wie eine Verbindung. Wir müssen anhand von diesem gelben Teil hier von irgendwelchen Mustern, Bitmustern in Paketen, den Routern sagen, wenn da ein Paket ankommt, das hat dieses Bitmuster, dann lieber Packet Classifier zuschlagen und das Paket dem Scheduler geben. Dem Packet Scheduler geben. Im IP nehmen wir irgend so ein Bitmuster. Im IP Version 6 gibt es sowas, das nennt man Flow Label. Wir brauchen also am Anfang etwas, um unsere Session zu beschreiben. Dann gibt es diese Session und Sender Templates. Wir bezeichnen den Strom, der Sender macht das, zum Beispiel mit den IP-Nummern und den Ports hier vorne dran. Und das wird referenziert beim Reservieren. Man hat jetzt dann, um das auch noch... ich erzähle erstmal hier die Flow-Spec, die Flow-Spezifikation. Zu einem Flow, den wir mit diesem Bitmuster hier identifizieren, gehört jetzt eine Dienstegütespezifikation. Zum Beispiel, wie groß das Delay vom Sender zum Empfänger sein soll. Und wenn Sie ein Router sind und sehen in der Flow-Spec hier ein das Control Delay, wie viel das sein muss, dann können Sie sich überlegen, in wie viel Mikrosekunden kann ich dieses Paket weiter befördern, und das muss man dann von diesem Delay abziehen, der erlaubt ist, und weiterschicken. Und der nächste Router macht dasselbe. Wie schnell kann ich das vernünftigerweise weitertransportieren, abziehen, weiterschicken? Naja, wenn es am anderen Ende ankommt und da ist noch ein kleiner Rest übrig, ist es gut. Wenn wir ins Negative geraten bei der Subtraktion, ne? Der erste braucht so und so viele Mikrosekunden, also A Mikrosekunden, der zweite B, der dritte C und der vierte D. Wenn A plus B plus C plus D größer ist als der Delay, den wir haben wollen, dann geht es wohl nicht, dann müssen wir die Reservierung ablehnen. Sonst können wir sie zusagen, wenn es eine positive Differenz gibt. Dann kann gesagt werden, ob das eine vorhergesagte Dienstegüte ist. Also, das schaffen wir schon. Meistens, fast immer. Oder ob es garantiert ist. In der T-Spec steht noch mehr Information drin für die Router auf dem Weg. Also die Peak Packet Rate, die Größe vom Packet und dann noch hier für die Token Bucket Simulation solche Parameter, wie denn die Rate sein kann, um das vernünftig zu simulieren. Außerdem Advertised Specification, das ist die Dienstegüteschätzung, die dann das Netzwerk produziert bezüglich Verzögerung und Durchsatz. Das wird aufgesammelt auf dem Weg. In der Filter-Spec, da kann man den Routern noch ein Werkzeug geben, um, wenn es denn nötig ist, den Verkehr zu reduzieren.
Das war mal so eine Idee, die man hatte. Wenn wir zum Beispiel Video übertragen, dann könnten wir ja sagen, dass in dem Video nicht alles so wichtig ist. Vielleicht ist nur, ja, vielleicht ist eine Teilmenge der Pakete, die Hälfte, sagen wir mal, wenn die Bit-Information vom Video richtig sortiert ist. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig und man kann es auch mal weglassen. In der Filter-Spec steht drin, die identifiziert eine Untermenge von Paketen im Paketstrom und eine von diesen Untermengen, da genehmigt man den Routern, wenn es euch zu viel wird, dann lasst doch bitte diese Untermenge von Paketen entfallen. Nicht die wichtigen Pakete, sondern die nicht ganz so wichtigen Pakete in meinem Datenstrom. Unwichtige gibt es ja nie. Ne? Das können sich dann die Router neben der Reservierung noch aufheben, um diesen Datenstrom zu filtern, falls es denn nötig wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so super schlau ist. Eigentlich sorgen gerade beim Video die Kompressionsverfahren ja schon dafür, dass es eigentlich kaum noch unwichtige Bits im Video hat. Ja, denn wir versuchen ja, die Redundanz in so einem Video zu reduzieren. Denn die Essenz von Kompression ist, weg mit der Redundanz. Alles Überflüssige, was wir nicht unbedingt brauchen, rausquetschen. Genau das machen wir bei der Kompression. Es ist also eventuell gar keine Untermenge mehr übrig, wenn man anständige Kompression benutzt. Inwieweit das sinnvoll ist, das lassen wir dahingestellt. Wenn wir überhaupt nicht komprimieren würden, dann würden wir schon so eine Untermenge finden, die auch anständig groß ist. Aber sobald wir halbwegs sinnvoll komprimieren, ist diese Untermenge genau klein und hilft auch nichts. Die Leute haben historisch mal gesagt, naja, dann lassen wir halt die Farbinformation weg, dann können die nur Schwarz-Weiß-Bilder angucken oder Schwarz-Weiß-Video angucken, beziehungsweise Graustufen-Video. Stellt sich aber raus, dass bei der Kompression die Farbinformation am Ende nur noch 20% oder so ähnlich des Videostroms überhaupt ausmacht. Das heißt, richtig viel gewinnen kann man gar nicht durch das Farbe weglassen. Das Einzige, was passiert, ist, dass man die Benutzer bekümmert. Also generell das mit diesen skalierbaren Videoströmen und so und die verschiedenen Klassen und grobes Video und dann feineres und noch feineres so separat zu übertragen, so richtig gut funktioniert das alles nicht. Oder so richtig sinnvoll ist das alles nicht. Wenn es nicht so wichtig ist, hat es die Kompression schon unterdrückt. Diese Klasse ist also, wenn nicht leer, dann doch zumindest klein. Ich möchte noch was zum Token-Bucket-Modell sagen. Und dann insbesondere auch hier noch zum Leaky Bucket. Worum geht's? Ein Netzwerk, die Vermittlung im Netzwerk, die hätten gerne sowohl praktisch als auch zumindest konzeptuell einen möglichst glatten, konstanten Verkehr. Was die nicht mögen, ist, dass sie mal eine Sekunde gar nichts schicken und dann 3 Sekunden ganz furchtbar viel und dann wieder 5 Minuten ganz wenig. Also wenn der Verkehr so stark schwankt, dann ist es eigentlich schlecht für die. Planbar ist ein gleichmäßiger Verkehr in einer vernünftigen Größenordnung. Dann kann man nämlich bei der Reservierung hier für die Warteschlangen sagen, okay, da kommen so pro Sekunde oder pro Zeiteinheit kommen da von dem 3 Pakete und der von dem 7 und von dem 5 und dem von dem 2 zusammenzählen, noch ein bisschen Sicherheit dazu und die Warteschlangengröße ist klar. Also zumindest fürs Ausrechnen brauchen wir so einen mittleren Verkehr, für den müssen wir reservieren. Und was wir zusätzlich reservieren, die Sicherheitsreserve,
die können wir ableiten aus, wie stark kann es denn schwanken, der Verkehr. Wenn der Verkehr zu stark schwankt, dann können wir eigentlich gar nicht richtig reservieren. Und deshalb steht hier auch sowas drin, ne? Peak Rate, Packet Size, weil wir müssen ja auch wissen, wie viel Speicher wir brauchen. Aber Peak Rate ist das wirklich Relevante, oder Token Bucket Rate und Size. Fürs Reservieren muss man den Verkehr auf jeden Fall modellieren. Am besten wäre es auch noch, wenn der Verkehr geformt ist, Traffic Shaping. Mir ist das übrigens mal, das Traffic Shaping, nur so als Einschub hier, im richtigen Leben beim Programmieren begegnet. Was wir machen wollten, ist Screen Sharing. Wir wollten also einen Bildschirminhalt über ein IP-Netzwerk auf ein anderes Gerät übertragen. Nur sowas, was Dinge wie der TeamViewer heutzutage machen. Also die den Bildschirminhalt nehmen und übertragen. Wir hatten uns das ein bisschen schlauer überlegt, als das der TeamViewer gemacht hat. Wir haben das so gemacht, wie es früher mal der Timbuktu gemacht hat. Wir haben Zeichenoperationen übertragen. Und damit hat das gut funktioniert. Also Zeichenoperationen im Sinne von, das hier sind Buchstaben und die werden in dem Font angezeigt. Und das hier ist eine Linie und das hier ist ein Stück Kreis und das hier ist eine Ellipse und das hier ist auch eine Linie und das wird mit der Farbe dunkelgrün gefüllt. Und das hier, na, ist ein Rechteck und so weiter. Wir haben also dafür keine Bitmap-Informationen übertragen, sondern Linieninformationen. Die waren ziemlich kompakt. Und unser Screensharing hat prima funktioniert in diesem kompakten Fall. Also wenn die Information so abstrakt dargestellt war. Zeicheninformation und Text. Und dann haben wir versucht, in Photoshop zu sharen. Da hat man ja sowas nicht mehr, da hat man nur noch dicke Bitmaps. Und die wollten wir so übertragen und das ist fürchterlich daneben gegangen. Dann haben wir uns erst überlegt, das muss dann wohl daran liegen, dass es einfach zu viel ist. Andererseits, meine, wir geben es im TCP und wollen es zuverlässig übertragen lassen, warum dann, meine, damit kriegt man es hin. Und wenn man sich dann überlegt, das wollen wir es mal mit UDP übertragen, das ist nicht mehr geklappt beim UDP. Da sind Pakete verloren gegangen, da ist ein Teil von der Grafik verloren gegangen. Die Text und das hier, diese Line Art, die hat gut funktioniert, nur beim Photoshop hat es eben, beim Inhalt von den Bildern hat es einfach nicht geklappt. Obwohl das lokale Netzwerk gut genug war, und das haben wir uns auch ausgerechnet, das müsste eigentlich klappen, und die Puffer in den Endgeräten, na, die sind wahrscheinlich übergelaufen, haben wir uns dann überlegt. Das Endgerät auf der anderen Seite kriegt sie schnell genug weg. Weil wir aber keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung hatten, sondern eine Mehrpunkt-Verbindung zu mehreren hinscheren, konnten wir dann auch nicht irgendeinen Handshake einbauen, um die Puffer zu kontrollieren. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen den Verkehr formen. Wenn wir also mal als Sender ganz viel haben, hier so eine Beule im Verkehr. Hier sehen Sie eine Beule und dann wieder ein bisschen weniger und dann eine Beule, ein bisschen weniger eine Beule. Wenn wir so eine Beule haben, dann dürfen wir nicht die so schnell übertragen, wie wir wollen, wie wir können, sondern wir müssen das künstlich die Datenrate reduzieren und über längere Zeit konstant halten. Wenn wir uns eine Zeichnung anschauen, angebotene Last, Zeit, ne? Was wir bei den Computern gerne produzieren, ist sowas da. Was wir im Netzwerk vernünftig unterstützen können, ist das hier. Und natürlich, was das Traffic Shaping macht, ist, hier haben wir noch nichts zu übertragen, also so hoch und dann hier an dieser Linie lang, so, hier dranbleiben, irgendwann vielleicht fällt es auch mal wieder ab. Aber wir sorgen dafür, dass wir den nicht so rot übertragen, sondern dass wir das, was wir hier haben, hier übertragen. Machen wir das mal ruhig noch ein bisschen besser.
Ja, hier geht es wieder runter auf diese Kurve, dann geht es wieder hoch und dann geht es hier wieder auf diese Kurve runter. So. Also die grüne Kurve ist nach dem Shaping und die rote ist vor dem Shaping. Das blaue ist die Kapazitätsgrenze. Und das haben wir dann auch so gemacht und schon hat der Dienst, das Screensharing, auch mit dem Photoshop prima funktioniert. Naja, also mein Beitrag war hinkommen, mir das Problem erklären lassen und zu sagen, oh, muss man Traffic Shaping machen. Was ist Traffic Shaping? Und noch so ein bisschen erklären, vielleicht so eine Zeichnung machen und dann den praktischen Vorschlag machen, dass wir einen Sendepuffer unterhalten und wenn der voll ist, dann müssen wir das Sharing selber erstmal anhalten, ein bisschen warten lassen und dann erst wieder den nächsten Pixel in unseren Ausgangspuffer reinstecken. Wir nehmen einen maximalen Ausgangspuffer und wenn der voll ist, dann kann die Applikation halt mal nicht senden. Erst wenn der Füllstand wieder gesunken ist, kann die wieder nachlegen. Also so einen Pegelanzeiger implementieren. Na, und das ist genau sowas hier. Also wir haben Zufluss von Daten in Bursts. Hier beim Leaky, das passt zum Leaky Bucket. Ne? Wir haben den Zufluss von Daten in Bursts, mal mehr, mal weniger. Da kennen wir die Peak Rate. Und dieser Eimer hier, der wird da von oben gefüllt. Und die Ausflussrate, die ist konstant. Ne? Sie haben da so einen kleinen Hahn, den drehen wir ein bisschen auf. Und dann kommt hier eine konstante Rate, solange da noch Wasser im Eimer ist. Der Bucket mit dem Loch drin. Die Lockgröße bestimmt den konstanten Ausfluss. Ja, wir können uns auch überlegen, dass wir hier mehrere Löcher reinbohren, deren Größe den konstanten Ausfluss für mehrere Ströme bestimmt. Und den Eimer, den füllen wir hier auf. Das kann man übrigens auch mit einem Token Modell implementieren. Der Zufluss von den Token erfolgt mit konstanter Rate. Daten können nur mit dem Token geschickt werden, dann ist eins von diesen Token weg. Und der Zufluss von Daten, der passiert in Bursts. Also wir legen hier in den Eimer in Bursts rein oder in den Puffer mit Bursts rein und der den Puffer leert, der kann das nur, wenn er einen Token hat. Die Tokens, die werden generiert alle ein paar Mikrosekunden meinetwegen oder vielleicht jede Millisekunde haben wir einen Token und dann können wir wieder 1500 Byte verschicken. Auf die Weise kriegen wir konstanten Datenfluss raus und so einen variablen Datenfluss rein. Und dieses Modell, Token-Bucket-Modell, das hat eben solche Probleme, Token-Zufluss und Datenzufluss. Wenn wir nicht genügend Token kriegen, dann läuft irgendwann der Eimer über und wir verlieren Pakete. Schlecht. Dann können wir nicht reservieren. Und das ist genau das, was mit diesen Spezifikationen hier gemacht wird unterwegs. Die Router überlegen sich mit diesem Modell, wir können diesen Abfluss haben, wir haben diese Menge Tokens zur Verfügung zum Weitertransportieren, ist der Traffic, der da ankommt, ist der vielleicht zu viel, läuft der Eimer zwischendurch über. Und Sie können sich das auch überlegen, wenn Sie jetzt so einen Eimer haben, das ist jetzt die falsche Jahreszeit, um das Experiment im Garten durchzuführen, aber einen alten Eimer nehmen, vielleicht einen kleinen Eimer nehmen, Loch reinbohren und wenn Sie dann mit einem dicken Eimer kommen und ordentlich Wasser reinschütten, dann gibt es einen Überlauf. Aber wenn Sie immer nur ein bisschen was nachkippen, so in Schwupsen, dann läuft der kleine Eimer zum Regulieren vielleicht nicht über, aber der ist trotzdem manchmal fast leer und manchmal vielleicht sogar ganz leer und manchmal bis oben hin voll. Das ist so ein Puffer, der den Startstrom ausgleicht, sodass wir hinterher nur einen einigermaßen konstanten Datenstrom haben. Der versiegt allenfalls mal, wenn der Eimer ganz leer ist, eine Zeit lang. Das dient uns als intellektuelles Modell einerseits und zweitens vielleicht auch mit so einem Token zur Implementierung, wie ich das eben schon
kurz geschildert habe mit meiner Screensharerei da. Damit wir den Datenfluss halbwegs glatt klopfen. Ich meine, wenn man sowas benutzt wie den TeamViewer, merkt man das daran, dass der Computer, der absendende Computer den Bildschirm vielleicht auch langsamer aufbaut. Nicht so eine schöne Framerate hat oder sonst was, weil ihn der Token Bucket da bremst. Ich möchte hier an dieser Stelle noch über so ein Protokoll sprechen, dieses RSVP. RSVP, wir wissen, also die Französisch gelernt haben auf der Schule, wissen, Reservez s'il vous plaît. In Amerika kriegt man, wenn man eine Einladung kriegt in Amerika, dass man zu irgendeiner Party kommen soll oder zu einem Empfang oder sonst was, steht da auch nicht UAWG drauf, wie bei uns, sondern da steht eben RSVP drauf. Daher kommt auch der Name Reservez s'il vous plaît, macht die Reservierung, ne? Oder auch Reservation Protocol. Und das funktioniert mit einem ganz interessanten Modell, deshalb erzähle ich es hier. Der rote, der produziert den Datenfluss, den Datenstrom. Der blaue ist der Konsument. Klassisch ist es so, wenn der die Daten schicken will, der baut die Verbindung auf. Beim RSVP ist es nicht so. Der die Daten schicken will, der produziert hier die Information über die Daten und lässt einen Pfad aufbauen. Das macht er mit der Pfadnachricht. Also der Sender, da steckt die Flowspec drin, wie erkennt man so ein Paket, da steht Sender-Template, Session-Template, die T-Spec drin, über die ich eben ein bisschen was erzählt habe. Und der Sender schickt also seine Pfadnachricht los. Die kommt im ersten Router an. Der erste Router entscheidet, wo dieses Paket weitergeroutet wird, und anders als beim normalen IP hebt er sich diese Entscheidung auf. Wenn das nächste Paket von diesem Flow kommt, schickt es auch wieder da lang. Also da steht die Flowspec drin und außerdem erkennt man das Paket genauso in diesem Flowspec, mit diesen Templates, die damit geschickt worden sind. Und dann geht es hier weiter in den, wenn also das nächste Paket hier kommen würde, wird es auch weiter zu dem gehen, der hebt es auch wieder auf, macht eine Routing-Entscheidung, notiert sich diese Sorte von Paket mit diesem Bitmuster, vorne dran zur Erkennung, schicke ich hier hin, schicke ich hier hin, schicke ich hier hin und kommt dann irgendwann hier an. So, jetzt weiß der, da gibt es einen Flow. Und den erkenne ich da dran. Will ich den Flow? Wenn ja, dann muss ich reservieren. Und das Reservieren geht in der Gegenrichtung. Der Reservation Request wird also vom Empfänger gemacht. Der sagt dem Router hier, von den Blättern zur Wurzel, rückwärts entlang des Pfades, der sagt dem Router hier also, da war dieser Flow, für den hätte ich gerne reserviert. Dann schaut der Router hier nach, kennt er den Flow? In unserem Fall, weil das Rote hier vorbeigekommen ist, die Pfadnachricht vorbeigekommen ist, weiß er, er kennt den und er kennt auch den Weg in diese Richtung, denn das ist ja von dem hier gekommen. Und der genauso und der genauso und der genauso, das heißt, wir können hierhin reservieren. Allerdings müssen wir uns noch überlegen, darf der überhaupt reservieren? Zahlt er seine Gebühren oder sonst was? Darf er reservieren? Braucht man also vielleicht Authentisierung und solche Sachen? Und haben wir noch genügend Kapazität? Können wir die Reservierung durchführen? Hier, wir müssen uns kurz überlegen, ob wir den Verkehr noch für die Warteschlangen hier genügend Platz in diesen Warteschlangen haben. Hier kommt das Paket, der überlegt sich dann hier, sind diese Warteschlangen noch genügend da, kann der Packet Scheduler und die Adressbewertung
haben die noch Zeit, sich um diesen neuen Datenstrom zu kümmern? Wenn ja, schickt er das weiter. Wenn nein, sagt er, geht nicht. Und dann hat er eben Pech. Kein Zimmer frei beim Reservieren. Also der schickt es weiter, der macht wieder dieselbe Überlegung. Er weiß, wo es herkam, also kann er das eventuell weiterschicken. Er schickt es genau dann weiter, wenn er genügend Kapazität frei hat, wenn er reservieren kann. Und so weiter, hier, bis wir hier oben angelangt sind. Also es eventuell, wenn der hier A abgezogen hat und der B abgezogen hat und der C abgezogen hat, Zeit, die er braucht zum Beispiel, sondern von der Dienstegüte was abgezogen hat, das ist dann noch so eine Restdienstegüte oder Dienstegüteparameter, sagen wir lieber, noch ein bisschen was vom Request übrig ist, dann geht es hier immer weiter. Wenn der hier sagt, so jetzt habe ich nur noch eine Mikrosekunde, um das Paket weiter zu vermitteln, das kann ich nicht, ich brauche mindestens drei, dann muss man eben sagen, es hat nicht geklappt. Wenn das Upstream scheitert hier, dann muss wieder zurückgeschickt werden, nee, geht doch nicht. Im guten Fall sind wir hier oben, wir haben jetzt einen Pfad aufgebaut. Ein Pfad in die Richtung und ein Pfad in die Richtung. Hier habe ich geschrieben, Zusammenfassung von Requests, das kommt gleich nochmal, eines Multicast-Baumes, das können wir uns auf der nächsten Folie noch besser angucken. Und was hier auch noch steht, ist, das haben wir auch schon mal kennengelernt bei der M-Bone-Rauterei, das Flooding. Es kann ja sein, dass der hier und der hier und der hier, dass die vielleicht auch teilnehmen wollen. Die Router schicken dieses Pfadnachricht hier periodisch weiter in einen Multicast-Baum, sodass die anderen hier unten, wenn die sich neu dazuschalten, vielleicht auch noch reservieren können. Ja, dieses neue Dazuschalten, das haben wir ja beim M-Bauen diskutiert. Und da kommt dann auch nochmal die Sache mit dem Multicast rein. Ja, Flood and Prune waren wir schon. Wenn wir hier also einen Pfad aufgebaut haben und eine Reservierung in der Gegenrichtung aufgebaut haben und der möchte noch dazukommen, dann muss der natürlich irgendwann mal die Pfadnachricht kriegen. Da geht also eine Pfadnachricht von hier nach hier und der bekommt sie dann später nochmal, alle 30 Sekunden oder so ähnlich wird die wiederholt. Der sieht das und jetzt möchte er reservieren, dann schickt er eine Reservierung hier hin, der sagt, ja, ist okay, dann schickt er eine Reservierung hier hin, dann denkt er sich, für den Datenstrom habe ich doch schon reserviert, gut, den kann ich da jetzt noch einklinken. Wenn das dazu passt, die Parameter, wenn der hier nicht mehr haben will als der, wenn der hier mehr haben will als der, dann müssen wir hier auch noch weiter den Baum rauf reservieren, also die Reservierung erhöhen. Verstärken, wenn Sie so wollen. Verbessern. Ne, verstärken ist der richtige Ausdruck. Also das ist dieses Einklinken in so einen reservierten Multicast-Baum. Und jetzt kommen wir noch zu was Interessantem, zum Reservierung freigeben. Den Gedanken haben wir irgendwie schon mal gehabt. Auch beim M-Bauen. Da habe ich gesagt, wenn jemand ausschaltet und nicht mehr an dem Multicast dabei sein will, dann schickt er keine Bestätigungen mehr upstream und die Router merken, da fließt kein Verkehr mehr, also von dem kommt nichts mehr auf die Multicast-Verbindung. Jetzt ist schon ein paar Minuten lang nichts mehr von dem gekommen, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, schalten wir ab, prune. Hier ist das gesamte System auf diesem periodischen Update aufgebaut. In einem klassischen leitungsvermittelten System wird die Leitung aufgebaut und die existiert so lange, bis jemand sie explizit abbaut. Hier beim RSVP wird systematisch nach
diesen Path-State-Timeout abgebaut. Wenn wir den Path-State-Timeout auf 30 Sekunden setzen, oder sagen wir mal auf 2 Minuten setzen, dann sagen wir mal, Erneuerung der Reservierung gekommen ist, dann wird der Pfad automatisch, dann wird die Reservierung automatisch abgebaut. Wenn 2 Minuten lang keine erneute Pfadnachricht kommt, wird der Pfad automatisch abgebaut und damit die Reservierung. Das sorgt dafür, dass der Sender und Empfänger immer mal wieder ihre Pfadnachricht und ihren Reservation Request wiederholen müssen. Wenn also hier der Reservation Request ankommt, dann wird dieser Timer, der Path State Timer, zurückgesetzt. Wenn keiner ankommt, dann passiert irgendwann der Path State Timeout und dann wird die Reservierung und der Pfad bzw. der Pfad rückgängig gemacht. Die Ressourcen freigegeben. Die werden also automatisch freigegeben, außer es wird die Reservierung wiederholt. Das Paradigma ist also genau umgekehrt. Und das führt aber zu einem relativ zuverlässigen Ressourcenmanagement, weil eben nicht der nicht mehr teilnimmt, noch auflegen muss, also ein Paket schicken muss. Ich meine, das gibt es auch. Upstream, Reservation Tier. Das wäre die klassische Art, ein Reservation Tier zu schicken. So, es reicht mir, beziehungsweise einen Path-Tier zu schicken, so, ich habe nichts mehr. Aber wie das ist mit Computern, ne, die stürzen auch schon mal ab, oder so ein Router zwischendrin stürzt ab, oder so eine DSL-Leitung ist weg, weil, naja, passiert ja ständig, und wenn wir mobil unterwegs sind, beim mobilen Internet sowieso. Also, können wir uns nicht darauf verlassen, dass es eine Verbindungsabbau-Nachricht gibt. Und deshalb ist es sinnvoll, die Verbindung immer dann abzubauen, wenn die Reservierung nicht wieder aufgefrischt wird. Also Endgerät alle 30 Sekunden, Reservation Request schicken, Sender alle 30 Sekunden so eine Pfadnachricht schicken. Und dann lassen die hier das Leben. Alternativ können wir auch die Reservierung freigeben, Upstream oder Downstream. Diesen Ansatz hier mit diesem Path-State-Timeout und automatisch abschalten, das ist schon eine ziemlich gute Idee. Und man nennt das Soft State im Gegensatz zu Hard State. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Vortrag gehört von einem der bekannteren Rechnernetzwerkprofessoren, dem Jonathan Turner. Und der hat während diesem Vortrag gesagt, dass die Telefoniehersteller, also die Leute, die Telefonvermittlung, ISDN-Vermittlung bauen, dass die sagen, dass über 80% von der Software in so einer Vermittlung der Abrechnung und dem Fehlermanagement dienen. Also gerade Verbindungen, die irgendjemand hat hängen lassen, dass die abgebaut werden, dass Ressourcen für Verbindungen wieder für verwaiste Verbindungen in Anführungszeichen gefunden werden und entfernt werden können. Bei der Telefonie hat das ja auch was mit Abrechnung zu tun. Wenn Sie minutengenau oder sekundengenaue Abrechnung haben, dann müssen Sie eben merken, dass da irgendjemand nicht aufgelegt hat oder dass irgendeine andere Vermittlung abgestürzt ist und die Verbindung zurücksetzen, sonst kriegt er am Ende so eine Rechnung. Und dann gibt es Diskussionen. Was kann ich dafür, dass mein Telefon kaputt gegangen ist? Was kann ich dafür, dass der Bagger die Leitung abgebissen hat? Will ich ja jetzt nicht so eine große Telefonrechnung haben. Und deshalb steckt eben in Telefonvermittlungen, in den klassischen Telefonvermittlungen, jede Menge Software drin, um diese Fehlersituation zu detektieren und dann die Reservierung entsprechend abzubauen und
um die Bezahlerei zu beenden, also die Rechnungsstellerei dafür zu beenden. Das nennt man Hard State, wenn man das explizit managt. Und wenn man es implizit mit solchen Timeouts managt, dann nennt man das gerne Soft State. Die RSVP-Pakete, jetzt schauen wir uns doch nochmal, das wird jetzt in Zukunft auch öfters passieren, noch Paketfelder und sowas an. Das sehen wir dann also, es gibt Messages, ich habe das hier, naja, es gibt das übliche Zeug vorne dran, die Version und eine Prüfsumme und eine Time to Live, wie wir das schon gewöhnt sind, da brauche ich jetzt auch eigentlich nichts mehr zu erzählen. Auch bei der TTL nicht, außer dass sie runtergezählt wird. Ne? Nicht raufgezählt wird. Was ich hier erzählen möchte, ist die Message. Da gibt es die Pass-Message, die Reservation-Message, den Reservation-Confirm, der in der anderen Richtung geschickt wird, um zu bestätigen, dass es geklappt hat. Den Pass-Tier, den Reservation-Tier, den ich eben schon hatte, Reservation-Error und Pass-Error natürlich. Das sind die Message-Typen und dann steht hier hinten die Länge drin. Die Länge vom ganzen Rest. Da hier oben steckt ja, die Semantik von der Nachricht drin. Hier hinten dran, beschrieben durch wie viele Felder gibt es denn jetzt, beziehungsweise wie viel Byte gibt es denn jetzt, steckt hier hinten dran die RSVP-Objekte. Hier steht natürlich, wie viele Bytes hiervon zusammenkommen. Und diese Objekte, das ist eben genau, ist es eine Session oder ein Sender-Template, ist es eine Flow-Spec, eine Filter-Spec, Sender-T-Spec, das waren die Dinger da, die wir hier hatten. Ne? Und, naja, Object-Length, Klassennummer und Class-Type und dann hier hinten die Bytes, die eigentliche Information enthalten. Also hier Session, Sender, Style, Flowspec, die werden durch diese 16-Bit identifiziert und dann steht eben hier jeweils drin, muss man im Standard nachgucken, die Information, zum Beispiel sowas wie ein Bitmuster, damit wir in den Routern die Nachricht erkennen können. So, damit machen wir für heute Schluss. Wir haben ein bisschen spät angefangen. Jetzt habe ich einfach mal frech überzogen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns am Mittwoch dann wieder hier. Auf Wiedersehen.